Hallo, ihr Schnuffligen. Frank hat eine Frage. Hallo, lieber Dirk. Der Körper Frank ist mein Erfahrungsinstrument. Ich, das eine Sein, habe mich als Frank manifestiert. Wenn ich mich als das eine Sein vollends erkannt habe, sind dann die anderen Milliarden Formen noch notwendig für mein Erkennen? Denn ich, das Sein, habe doch alles erschaffen. Wenn ich mich einmal erkannt habe, brauche ich doch keine Form mehr. Erkannt ist erkannt. Ist das so, lieber Dirk? Das ist natürlich eine tolle Frage, die möglicherweise einige Menschen beschäftigt. Zunächst einmal stimmt es, dass das eine Sein sich als alles Mögliche manifestiert, natürlich auch als Frank-Form. Also gibt es eine Menschenform, eine scheinbar individuelle Form, die Frank heißt. Und wenn vollständige Selbsterkenntnis geschehen ist, könnte man glauben, dass weitere Manifestationen überflüssig sind, weil jetzt weiß ich ja, also ich Sein, ich Gott, was ich bin. Da könnte dann das ganze Spiel ja erlöschen vielleicht, aber das tut es natürlich nicht. Das macht es deshalb nicht, weil das Sein sich als alles Mögliche hier erfahren will. Offensichtlich geschieht das hier auch. Es ist so, dass das Sein viele Formen benutzt, nicht nur zur Selbsterkenntnis, sondern auch als Ausdruck seiner selbst, als Ausdruck von Kreativität und Liebe. Das liegt daran, dass die Essenz des Seins eine unendlich große Liebe ist und Liebe ist Ausweitung, bedeutet Ausweitung und nicht Zusammenziehung und deswegen weitet es sich auf schöpferische, kreative und liebevolle Weise aus, auch wenn es vielleicht in dieser Welt manchmal ganz anders erscheint. Also sind die Manifestationen nicht nur Reibungsflächen zur Selbsterkenntnis, sondern auch der Ausdruck der tiefen, liebenden Essenz des Seins selbst. Einfach so. Also wird eine Blume vielleicht nicht zur Selbsterkenntnis benötigt, sondern einfach, um sich daran zu erfreuen. Und genauso werden auch Menschenformen erzeugt, um sich daran zu erfreuen. Gott erschuf die Erde und sah, dass alles gut ist, dass er es selbst ist, wenn wir jetzt mal diese biblische Version etwas abändern. Es ist so, dass jede Form und Erfahrung eine Facette ist des unendlich vielen Möglichen. Und deshalb hat diese Vielfalt mehrere Bedeutungen als nur Selbsterkenntnis. Ausdruck von Liebe, Freude, andere Sachen werden natürlich dann auch erfahren, Leid. Und diese Sachen können zur Selbsterkenntnis führen, aber nicht zwingend. Es ist also so, dass auch nach der Selbsterkenntnis die Formen bleiben. Man könnte jetzt auch fragen, ja, wie geht's denn jetzt diesem Dirk-Typen hier? Wie sieht er denn jetzt die Welt? Ist sie verschwunden? Oder gibt's noch Freude? Oder was ist hier los? Und hier wird im Grunde noch liebevoller und freudiger gespielt denn je. Das ist ein Spielfeld der unendlichen Möglichkeiten. Und wenn du erkennst, dass alles nicht ganz so ernst ist, wie es erscheint, und du alles aus einem inneren Frieden heraus sehen kannst, betrachten kannst, macht das Leben als Mensch noch mehr Spaß und du kannst dann noch mehr Freude entwickeln, schöpferische Kreativität entwickeln, liebevoll zu jedem Wesen sein. Dein Herz möchte fast zerspringen vor Freude. Und wenn wir jetzt mal beim Thema Liebe sind, es ist dann möglich oder ich möchte fast sagen unabwendbar, dass du mehr oder weniger jeden Menschen liebst. Ob das deinem Partner oder deiner Partnerin gefällt oder nicht. Aber wenn du die richtige Partnerin, den richtigen Partner hast, falls überhaupt, wird sofort ein Einsehen dort kommen, denn es mangelt niemandem an etwas. Da ist nicht ein Tröpfchen, ein Quäntchen Liebe zu wenig da oder du hast ein begrenztes Fass an Liebe, die nur dann für den Partner reicht oder sowas. Das ist natürlich nicht so. Man kann die Liebe, die du in Wahrheit bist, nicht durch einen Strohhalm auf einen Menschen fokussieren. Das ist höchst unnatürlich. Es entspricht nicht dem Wesen deiner Seinsnatur. Du kannst keinem etwas wegnehmen. Eifersucht ist vollkommen unangebracht, weil dir niemand etwas wegnehmen kann, weil du schon alles bist. Das gilt also für die Seite des
sogenannten Erkennenden schon des Erwachten des sogenannten und desjenigen, wo das vielleicht noch nicht so ist. Dieses Gesetz ist universell. Es gilt. Also die Liebe. Und dann kommt noch dazu, dass die Erkenntnis, von der vielleicht hier gesprochen ist oder die auch vielleicht erfragt wurde, ein fortlaufender Prozess ist. Es ist kein einmalig erreichter Zustand, sondern es geht immer weiter. Es kann sein, dass die Erkenntniskurve, die Erkenntnistiefe irgendwann so ein bisschen abflacht. Aber es kann auch sein, dass etwas dazukommt, was noch nicht erkannt ist, womit man auch überhaupt nicht gerechnet hat. Es ist also so, dass jede Manifestation des Seins, jede Person, sogenannte, jeder Mensch, jede Situation, jede Gegebenheit als Geschenk aufgefasst werden kann, das Leben zu feiern, als Geschenk aufgefasst werden kann, zu noch mehr Erkenntnis zu kommen und als Erkenntnis zu benutzen, das alles als ein einziges, großartiges, wunderbares Wunder zu sehen. Die Manifestation sind ein Ausdruck der Liebe. Sie hören nicht auf, wenn Selbsterkenntnis eingetreten ist. Im Gegenteil, es wird mehr gesehen, es wird klarer gesehen. Es kann sein, dass du durch die Welt marschierst und Sachen siehst, die vielleicht schon seit Jahrzehnten direkt vor deiner Nase standen und du hast es übersehen. Alles funkelt viel mehr, es wird friedlicher, du erntest mehr Lächeln, du erntest mehr liebevolle Begegnungen und das kommt daher, dass du sehr ungefiltert das ausstrahlst, was du in Wahrheit bist. Die Liebe selbst in Menschenform, als Menschenform, denn es gibt keine Trennung. Liebe und Bewusstsein benötigen keine Formen, um zu existieren. Dennoch existieren Formen, damit das liebende Göttliche sich ausdrücken kann und die Vielfalt des Lebens, das es selbst ist, erfahren kann. Und deshalb tut es das auch. So ist das. Du bist die Liebe, die sich ausweitet, jetzt und als alles. Bis bald.